Guck, ob wir wieder Leute sind, die Sonnebad nehmen. Nee, heute nicht. Ich muss denen was Dringendes erzählen. Ein Freund von mir schafft am Gesundheitsamt und der hat mir erzählt, ab 1. Mai ist Sonnenbad nur noch mit Kondom erlaubt. Also Kondompflicht, ja. Weil die haben in einem Selbstversuch festgestellt, also der Christian Drosten und der Oliver Pocher und der Jens Spahn und der Christian Lindner und der Florian Silbereisen, glaube ich, haben die gesehen, dass der Virus auf den Grashüpfer springt und vom Grashüpfer in die Harnröhre bei einem Mann. Ne? Und deswegen ist dann jetzt Kondompflicht ab 1. Mai, also angeblich. Also ich ist noch nicht raus. Man weiß auch nicht, ob es was bringt. Das wussten wir ja von den Atemschutzmasken ja auch nicht. Da hieß es ja vor 4 Wochen auch noch vom Rote Kreuz, es bringt nichts. Ne? Vom Rote Kreuz Institut oder wie die da heißen. Ja. Naja, und dann habe ich noch gehört, vermutlich ab 2., 3. Juni ist Einkaufen nur noch nackt möglich. Also nur noch nackt Einkauf, ja. Weil sich der Virus auf deine Klamotte bis zu 14 Jahre hält. Ja. Also in Lappland teilweise bis 18 Jahre und in T-Shirts und Ringelsocke sogar bis 19 Jahre. Ne. Deswegen nur noch nackt einkaufen. Man muss die Klamotte abgeben am Eingang. Security-Typ schließt die in ein Schließfach und dann wird man abgespritzt. Dann darf man einkaufen gehen und wird abkassiert von der Kassiererin. Die auch nackig, ganz klar, damit es jetzt keine Unterschiede gibt zwischen den Menschen. Und das wäre ja sonst auch blöd, wenn die eine nackt sein müsste. Die andere. Also alles nackt ab 2., 3. Juni wahrscheinlich. Gell. Also es ist jetzt nur erstmal angeblich, ich ist noch nicht raus. Ich hab's halt, der schafft beim Gesundheitsamt, deswegen weiß ich das. Also, ist noch nicht klar, ob es auch was bringt, aber ich denke, es könnte schon was bringen. Also ich würde, glaube ich, öfters einkaufen gehen. Naja, was soll's. Also soweit erstmal.